Hallo und willkommen zurück zu Planet Crafter mit mir, der Selina. Ja, wisst ihr, ich kann es halt irgendwie nicht glauben, dass hier nichts ist. Das ist für mich so, warum? Warum ist hier nichts? Gut, wir haben gleich drüben das Pulsarquarz. Ich bin am Belegen, ob ich nicht vielleicht doch lieber, sag mal, den Reaktor nochmal baue. Aber nein. Nein, nein, nein. Wisst ihr auch warum? Das hat einfach den Grund, weil ich dann den Teleporter nicht bauen könnte. Und das wäre doof. Also ich würde schon gerne den Teleporter bauen. So, da liegen meine Sachen. Die hätte ich gerne wieder. Dankeschön. So, jetzt können wir mal hier gucken, wo die Höhle... Da ist es halt so dunkel drin, ne? No? Und die Höhle, die ist ja hier genau drunter. Oh, neue Sachen. Sehr schön. Nochmal ihre Samen. Ah, wie geil. Es ist so schön, dass die Samen da mit dabei sind, ne? Das ist so wichtig. So wichtig. Bakterienprobe auch sehr, sehr nice. Da müssen wir mal gucken, dass wir das auf jeden Fall alles noch einsammeln. Aber erstmal müssen wir den Porter hinstellen. Hä? Wir können den Porter doch hier hinstellen und die ganzen Sachen schon nach Hause bringen. Ich bin doch ein Clown. Und dann können wir uns einfach wieder hierher porten. Ach Leute, manchmal denke ich... Entschuldigung. Manchmal denke ich nicht nach. Dann können wir nämlich auch die Schaukasten gucken. Da brauchen wir nur einen Stoff. Moment. Ist es nur ein Schaukasten? Das heißt, ich muss... Ah, deswegen muss man wahrscheinlich auch Stoff herstellen. Weil man wahrscheinlich für... Jeden Schauker. Aha, legen Sie einen Schmetterlingslarve hinein, um den Schmetterling zu sehen. Okay. Ich verstehe. Okay. Das erklärt's. Dann müssen wir das so machen. Okay, ich wollte aber den Teleporter hier hinstellen. So. Müssen den ja auch nicht benennen oder so. Dann wissen wir ja, welcher das ist. So. Nehmen mit, was geht. Ja, die doofen Dinger lassen wir da. Oh, da muss ich jetzt aber auch aufpassen. Kann ich das hier einfach droppen? Nee, geht nicht. Aber die Dinger könnte ich hier droppen. So. Zack. Na gut. Zu Hause. Dann können wir uns einfach wieder gleich dahin. Dann können wir gleich nochmal zwei Raketen mit den Lira-Samen abschießen. Das freut mich. Das freut mich. Also wenn ihr wisst, wie sehr mich das freut. So, dann haben wir auch nochmal Schwefel, nochmal Osmani. Wofür haben wir Osmani? Ah, für den Bohrer, ne? Ach, seht ihr, den Bohrer habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Stellen wir jetzt mal beim Wasserfall hin. Ja, gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir da irgendwas bekommen, sind wir mal ehrlich, wird wohl nichts sein, ja. Also es ist generell eigentlich ja nur in Höhlen und dann steht ja da explizit dran, was man bekommt. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass irgendwas bei rumkommt. This is not... Ah, doch, das ist possible. Ich würde gerade sagen, this is not possible, aber doch, das ist es. Was? So viele Larven plötzlich? Oh, da ist eine seltene dabei. Die seltene würde ich gerne mitnehmen. Ja, die ungewöhnlichen lassen wir jetzt erstmal da. Und ja, gehen wir erstmal in der Nacht rüber ins dunkle Biom. So, das wird lustig. Ihr wolltet auch nichts sehen? Ja. Ja, aber das mit den leuchtenden Steinen, das sieht halt schon Hammer aus, oder? Wobei ich glaube, die haben hier sowieso irgendwie eine ganz andere... Eigene Lichtformation, ne? Wieso kann das keine goldene Kiste sein, Leute? Die ist eigentlich perfekt schon so ausgelegt, als könnte es eine goldene Kiste sein. Ach, übrigens, dieses Biom hier sieht exakt genauso aus, wenn es nicht... hier ist. Also, wenn. Es hat sich nichts verändert.
Das wollte ich sagen. Hier liegen viele, viele Erze rum, ja. Also ich glaube, das ist so von wegen, ja, die Meteoriten schlagen hier halt häufig ein und deswegen kriegt man hier die seltenen Erze. Sehr nice. Habt ihr es gesehen? Da war schon wieder Pulsar. Das ist immer noch das gleiche Pulsarquarz. Ich werde jetzt gleich wieder ersticken, weil ich diese blöde Höhle nicht finde, ne? Wo ist die denn? Ich bin doch hier auch ganz normal rumgeflogen und habe die sofort gefunden. So, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe ja nichts Besonderes gesucht oder so. Und habe das Ding gefunden. Und jetzt, wo ich die Höhle suche, finde ich sie nicht. Das war komisch. Ich meine, ich habe Sauerstoff dabei. Ich werde jetzt gleich den Sauerstoff benutzen. Aber das ist doch zum Mäusemelken ist das. Ich nehme jetzt gleich das Pulsarquarz mit. Benutzen einmal Sauerstoff. Machen wir Platz, nehmen wir Pulsarquarz mit. Da hinten ist auch nochmal ein Pulsarquarz. Ja, ist eigentlich schon irgendwie besser als alles andere. Deswegen soll ich ein paar Sachen rauslegen. Aber wie es aussieht, können wir trotzdem nochmal einen Reaktor bauen. Weil ich bin ehrlich zu euch, ich möchte jetzt nicht unbedingt. Ach stimmt, ich habe ja noch gar nicht ausprobiert, hier ein Dings hinzustellen. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das irgendwas bringt, hier was hinzustellen. So. Hier war das Gebäude. Das heißt, hier in der Nähe ist auf jeden Fall das Ding. So. Und? Ja. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Ich glaube auch unten bei den Pilzen, der ist genau das gleiche Ergebnis. So, das wird nicht viel, das wird nichts ergeben. Schon wieder eine seltene Larve. Ah, und hier ist er, okay, dann müssen wir uns merken, genau beim Gebäude ist auch der Eingang. Okay. Ach, das ist einfach aufgetaucht. Oh, passiert. Oh, wie viele Sporen hier sind. Das ist krass. Bin ich aber gespannt. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich mit dem Bohrer das hier abbauen kann. Also irgendwas abbauen kann, so rum. Na gut, bringen wir die Sachen zurück, ne? Und dann Inventar voll. Ich wollte hier aber den Teleporter hinstellen, so direkt daneben. Kann ich ja trotzdem machen. Okay. So. Machen wir Pilzhöhle, ne? Pilzhöhle. Zack. Dann wissen wir auch jetzt, wo das ist. So, dann bauen wir hier unseren Tisch auf. Machen es uns hier gemütlich. Man kennt es. So, machen wir dann. Oh. Ehrlich. Das eine Eisen, das ich rausgelegt habe. Ja gut, wenn wir alles so viel hätten wie Eisen, ne? So, Karte. Zack. Zack. Und sie sehen nichts. Tatsächlich ist hier nur die Osmanium-Höhle und hier sind keine Höhlen. Ich sehe auch ehrlich gesagt keine Geheimnisse hier oben. Ich meine, gut, hier unten sieht man auch nicht die Sachen. Ja. Das hier könnte noch was sein. Das könnten auch einfach die Steine sein. Weil die großen Steine sieht man ja auch. Müssen wir mal gucken. Also als allererstes würde ich sagen, bringen wir jetzt mal die ganzen Sachen zurück. Wir haben ja jetzt schon einiges gesammelt. Und das würde ich hier jetzt gerne auch nur verteilen. Ja, wir müssen mal gucken, dass die Bienen so und Schmetterlinge jetzt hier reingehen. Weiß nicht, ob ich das gut finde. So. Ja, das eine Schwefel bringe ich jetzt mal zurück. So.
Haben wir noch irgendwas gehabt? Ja, explosiv. Wir haben hier noch dreimal. Also wir könnten entweder nochmal einen Teleporter aufstellen. Nee, wisst ihr was? Wir legen den Pulsarquarz beiseite und machen dann später einfach nochmal. Weil, ganz ehrlich, umso mehr Strom wir haben, umso besser. So, da ist alles andere ist ja eigentlich egal. Ich würde jetzt gerne nochmal hier. Aber da würde ich gerne eine ungewöhnliche nehmen. Weil ich gerne. Da müssen wir die Bakterienprobe jetzt umwandeln in ein Mutagen. Da brauchen wir Schwefel und Methan. Und dann machen wir noch mal eins und gucken, ob wir jetzt vielleicht die letzte Seidenräubchen bekommen. Kommen. Huch. Keiner gesehen. So, Hydration ist kein Problem. Ich gehe gleich vor die Tür und trink was. Ich meine, es geht doch. So, dann zack, zack, zack und Forschung. Und jetzt, ja, bitte Seidenraupe. Ich hab's jetzt gesagt. Ich hab gesagt, ich möchte eine Seidenraupe. So. Die Auberginen, die wundervollen. Ey, aber ohne Witz, die Auberginen da, die sehen aus auf Punkt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zack, das Wasser nehmen wir natürlich auch mit. Methan nehmen wir natürlich auch mit. Den Sauerstoff nehmen wir natürlich. Ich nehme alles mit, Leute. Wir nehmen alles mit. So. Das Wasser, wir haben halt eigentlich überall Wasser. Und wir können es überall trinken. Und wir haben ja jetzt auch unten in der Pilzhöhle Wasser. Deswegen, aha, weiß ich nicht, ob man das jetzt mitnehmen muss. Wisst ihr? Naja. Legierung, der Stab. Dann haben wir hier besonders. Wir können ja auch schon mal den ersten Schaukasten bauen und können da ja schon mal die Rote reintun. Den haben wir das. Was haben wir gebraucht? Ein Eisen, ne? Ja, ein Eisen. Und dann ist die Frage, wohin damit? Dass ich kein Eisen habe. Es ist halt einfach. Wie? Wie konnte das passieren? Aber apropos. Eine Sache muss ich noch machen. Ich muss die Dinger hier. Ich meine, ich finde es schön alles. Ach so. Aber mich nervt das ein bisschen, dass die drinne sind. Hä? Das war seltsam. Habt ihr gesehen, wie schnell das wieder da war? Hilfe. Okay. dann machen wir nämlich den Bienenstock. Schmetterlinge hierhin, da hinten. Ja, wir gucken noch, dass wir schön hier überall welche verteilen. So. Und die Bienen, die machen wir auch hier ein bisschen weiter vorne hin. So. Okay. Weil, ganz ehrlich, ich will sie nicht im Haus haben. Das ist ein komisches Gefühl. Ja. Vielleicht kann ich es nachvollziehen, vielleicht auch nicht. Weiß ich jetzt nicht. So. Und hier wollte ich das eigentlich hinhaben. Ich weiß jetzt nicht mit den Wänden, ob das so funktioniert mit den Glasscheiben. Ich hoffe es natürlich. Jetzt habe ich immer noch kein Eisen. Ich habe ja auch kilometerweit alles eingesammelt, ne? Aber irgendwo muss ein Titan. Aber irgendwo. Ich weiß ganz genau. Irgendwo müsste ein Eisen liegen. Habe ich nicht hier nebenan? Moment. Silizium? Titan. Ne, passt auf. Wir haben hier nebenan haben wir Aluminiumabbau. Da hinten. Gucken wir einfach mal rein. Ja, okay. Und wir nehmen das mit. Aber wir können es auch einfach mal hier. Ey, wie der Baum einfach so sich das zurückholt. So. Das sieht auch cool aus. Mein Turm. Da kommt bald noch eins rein. Hehehe. Müssen wir nur noch das letzte, die letzten zwei finden. So. Jetzt aber. Jetzt aber. Zack. Ah, es funktioniert. Sehr schön. Können wir nämlich das erste Rote, können wir nämlich jetzt reintun.
Kann man die Bienen auch? Ich glaube nicht. Ich glaube nur Schmetterlinge. Ah, ist. Achso, sollte vielleicht das Licht ausmachen. Ja. Erste hängt. Also 15 verschiedene gibt es. 15 verschiedene gilt es jetzt herzustellen. Wir brauchen zweimal Seide. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell das geht, aber wir werden mal sehen. Also wir müssen sowieso noch alle erforschen. So, mal, also mal davon ab, dass ich hier jetzt schon Zukunftsdinger hier mir erträume. Wir müssen ja auch erstmal alle 15 verschiedenen erforschen oder finden. Ich meine, der 600er ist halt auch nicht ohne, ne? Ja, die letzte Seidenraupe. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt auch hier den Seidengenerator erstellen, weil der kostet nichts gefühlt. Nichts kostet der. Zack. Sehr schön. Dann nehme ich noch die letzte Seidenraupe mit. Dann. Zack. Können das Essen hier auch mal langsam reintun. Ja, wird langsam Zeit, die ganzen hier zu essen und zu ersetzen mit dem hochwertigen Essen, das einem komplett alles gibt. Ja. Bohne. Ich habe was Neues. Okay, noch ein Zeolith. Und jetzt ist die Frage, kann ich das Ding hier drinnen hinstellen? Ja, sehr gut. Dann werde ich das nämlich genau da hinstellen, wo ich den Stoff herstellen kann. Weil dann kann ich die Seidendinger mal rausholen und gleich den Stoff herstellen. Wisst ihr? Dies läuft denn. So, da. Ja, die große Preisfrage ist halt, wie würde ich das hier hinstellen? Also eigentlich würde ich das gerne so. Oder ich stelle es einfach nebenan hin. Ich habe ja sowieso gesagt, dass ich das hier weghaben möchte, weil ich die Felder draußen. Und dann stelle ich die Dinger hier hin. So in die Mitte. So wie die Dinger jetzt hier stehen. Wisst ihr? Naja, erstmal stellen wir den einen hin. So hier hin. Oh. Okay. 4 Stück gleich. Okay, sehr schön. Dann gehen wir jetzt nämlich, sind wir jetzt unterwegs. Die werden 4 Stück produzieren. Das heißt, es sind 2 Stück. Das heißt, wir können dann schon wieder 2 Stück machen. Super. Super, 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 super. Ja, Aluminium. Es ist halt, es ist traurig, ja, aber Aluminium ist permanent voll bei mir. Es liegt halt immer schon alles draußen noch. So, und ich muss für einen Erfolg, muss ich nochmal dieses alte Ding bauen. Weil das tatsächlich, also der Erfolg ist neu. Und ich habe seitdem der Erfolg existiert, noch keine Stufe 1 gebaut. Und deswegen muss ich jetzt erstmal eine Stufe 1 bauen, damit. Was suche ich denn jetzt eigentlich? Titan. Okay. So, damit das funktioniert. Zack, zack. So. Und jetzt müsste ich eigentlich den Erfolg haben. Yep. 28 von 28. Yay. Den haben wir alles gesehen, Leute. Das ist jetzt wieder die Gemeine, ne? Ja. So, dann haben wir hier unser. Ja, dass das schief steht. Das muss man gleich nochmal. Das mache ich dann später. Das reiße ich dann ab und gucke, dass ich das gerade hinbekomme. Also hier kommt auf jeden Fall, wie gesagt, noch eins hin. Ja, der Kohle produziert auch ziemlich schnell, ne? Okay. Ist das hier schon fertig? Nee. Seht ihr? Okay. Wir werden jetzt gleich nächste Folge. Ich werde jetzt gleich zwischen den Folgen alles einsortieren. Und wir gehen dann nächste Folge wieder rüber und erforschen diese Mondplatte. Nee, wir machen erst unten die Pilze, da wo wir auch das Heim haben. Erst machen wir das und dann gehen wir hoch und machen die Mond. Ja, ich nenne es halt Mond, weil es halt aussieht wie Mond. Wisst ihr, was ich meine?
Leute. Oh, ihr werdet es wahrscheinlich massenhaft in die Kommentare geschrieben haben. Man kann Pulsarquarz herstellen. Man kann es wiederherstellen. Und ich habe es nicht gesehen. Stimmt, die haben es am Ende ja wieder eingeführt. Naja. Das heißt, wir können es so oder so bauen. Wir können überall alles vollpflastern mit... Ich meine, ich lasse die Dinger jetzt da oben stehen. Fressen ja nichts. Aber dann können wir das hier vollführen. Fehlt ja nur noch hier eins. Ich meine, gut, wir können dazwischen noch irgendwie... Ah, komm. Ah, komm. Ja, die lassen wir auch hier oben. Die Kugeln. Ich meine, es passt ja so ein bisschen, ne? Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.